Ich sitze ja gerade auf dem Klo und kacke und, achso, guten Morgen, darf natürlich nicht fehlen. Ich sitze gerade hier auf dem Klo und kacke und bin gerade dabei, mir den Arsch abzuwischen und das ist mir aufgefallen, das habe ich eigentlich noch nie gesagt. Und das ist eigentlich was ganz praktisch Relevantes, was Wichtiges. Den Tipp habe ich selber bekommen, auch aus YouTube. Das war damals von Lars von Rohe Energie und der hat den Tipp auch wieder von der Zuschauerin und ich möchte euch den Tipp einfach weitergeben, weil er hat mein Leben so bereichert und ja, einfach ist ein Tipp, der richtig total wichtig ist. Ich blende euch mal was ein. Nee, das war's nicht. Eigentlich sollte dann der Bildschirm jetzt wechseln. Probier es nochmal. Funktioniert nicht. What the fuck? Muss ich mal manuell probieren? Ach, das geht nicht bei der Aufnahme. Ich kann bei der Aufnahme nicht wechseln. So, was ihr hier seht, das ist sozusagen mein Arschabwisch-Equipment. Folgendes. Es ist einfach viel, viel hygienischer, wenn man sich den Arsch nass abwischt. Das wissen wir alle, deswegen haben wir viele auch feuchtes Toilettenpapier. So. Und ja, und da kann man natürlich feuchtes Toilettenpapier nehmen. Das ist zum einen chemisch behandelt, da sind alle möglichen Sachen drauf und zum anderen ist es einfach teuer. Und wenn man aber ich habe hier so eine Wasserflasche, wenn man sein Klopapier einsprüht mit Wasser, dann zerreißt das schnell, man hat dann die Kacke in der Hand. Und wenn man dann nicht gerade so eh schon auf Popo-Dusche umgestellt hat, was jetzt nicht so meins ist, aber gut, es gibt ja einige, die das mögen, dann bringt das ja nichts. So, wenn man aber Küchenrolle nimmt, ganz normale Küchenrolle, ja, Küchenrolle, und da, wenn man so ein Papier, so ein Blatt abmacht und das in der Mitte teilt. Und zwar jetzt waagerecht teilt. Nicht versenkrecht jetzt, wenn ihr das seht, sondern waagerecht. Das ist ganz wichtig, werdet ihr aber selber rausfinden. Da muss ich jetzt gar nichts groß sagen. Und wenn ihr das senkrecht teilt, dann bekommt ihr solche Lappen raus. Und die sind viel, viel stabiler als Toilettenpapier. Und das teilt ihr einmal. So. Und dann sprüht ihr mit der Wasserflasche so drei, vier Mal da drauf, verteilt das und dann habt ihr richtig geiles, feuchtes Toilettenpapier. Das ist richtig, also das hält, ne? Da reißt nichts. Und das mache ich jetzt schon seit knapp 2 Jahren und ich habe es noch gar nicht erwähnt. Und wo jetzt hier Rohkostbutler war, da hat mich einer gefragt, was das ist und was ich hier mache. Ja, und dann habe ich ihm das erklärt und das ist natürlich viel, viel günstiger, weil. Das reichen hier, gut, im Rohkostarsch reichen halt tendenziell immer weniger, aber auch ich denke mal, von normalen Arsch werden hier 2 oder 3 Blatt von diesen halben hier reichen, die feucht sind und dann ist der Arsch blitzblank, weil durch Wasser wird es natürlich der Reinigungsprozess katalysiert. Und ja, also das spart halt Papier und das spart Geld und das boostet eure Lebensqualität. Und ich denke, ja, auch mal solche einfachen Dinge, ja, haben eigentlich ihren Platz für die tägliche Inspiration. Der eine hat vielleicht jetzt irgendwie ein Video über den Sinn des Lebens erwartet, aber auch sowas kann die Lebensqualität steigern. Ich habe am Anfang das einfach nur ausprobiert, aber ich muss sagen, es spart halt Geld. Ihr könnt euch natürlich ausrechnen, wie viel Geld euch das spart, gerade wenn ihr das 5-lagige Zewa Doppelsoft nehmt. Aber feuchtes Toilettenpapier, also das, wenn ihr das, ihr könnt ja die Feuchtigkeitsgrad könnt ihr individuell anpassen. Das heißt, ihr könnt einmal drauf sprühen für leichte Feuchtigkeit oder 4, 5 Mal drauf sprühen für erhöhte Feuchtigkeit. Und das ist wunderbar und das ist total preiswert. Und mir ist noch keine bessere Möglichkeit in den Sinn gekommen. Oder habe ich ausprobiert, den Arsch zu reinigen. Und also ich kann es wirklich jedem empfehlen, unbedingt ausprobieren. Ich habe das jetzt wirklich seit 2 Jahren und ja, ist komisch, dass es dazu noch kein Video gab. Vielleicht habt ihr das auch schon selber so in Benutzung, keine Ahnung, wie weit das schon in die deutsche Gesellschaft durchdrungen ist, dass das die preiswerteste und sauberste Möglichkeit ist, seinen Arsch zu reinigen. Popo-Dusche halt mal außen vor genommen, aber das muss erst installiert werden und nicht jeder hat die Möglichkeit, so in der Nähe einen Wasserhahn, einen Schlauch zur Toilette zu führen und so weiter. Und das ist halt doch schon nur was anderes mit seiner Hand, ja, quasi seinen Arsch zu reinigen, anstatt mit Papier. Was natürlich trotzdem noch ökologischer ist, klar.
wer sich daran gewöhnen kann. Aber das hier ist im Endeffekt einfach so eine ganz, ganz verträgliche, sozial verträgliche Möglichkeit für die Menschen, die sich halt nicht groß umstellen wollen und ja, die einfach das einfach preiswerter und besser sich den Arsch abwischen wollen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, Toilettenpapier zu nehmen. Also mir fällt nichts ein, warum ich jetzt Toilettenpapier nehmen sollte. Gibt's keinen. Ne? Das ist weich, also wenn es feucht ist, ist es weich, das ist sauber und es ist preiswert. Geht's besser? Glaub nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Liebe. Und ich kacke jetzt erstmal zu Ende. Ich habe nämlich noch ein bisschen gemerkt, jetzt beim Reden ist noch ein bisschen was gekommen und also doch nicht Arsch abwischen. War ein Spaß. Ciao.